Hey, herzlich willkommen zum Daily Kalender Puzzle. So, heute lösen wir Sonntag, den 21. Januar. Schon, gell? Ja. Gestern ist es ja verdammt gut gelaufen. Also wirklich, oh, so schnell war ich ja noch nie. Also wird es heute wahrscheinlich wieder länger dauern, hä? Sonntag haben wir hier, die 21 ist da und der Januar ist da unten, wo er schon die ganze Zeit war, gell? Wir machen wieder den da, weil er halt einfach, na, wie soll ich sagen? Er passt halt einfach, oder? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Standard ist, aber wahrscheinlich ist es jetzt Standard. Also machen wir es auch so. Und dann machen wir, was haben wir gesagt, Sonntag ist da unten. Könnte man echt den hier hinmachen, dann können wir hier hinten zum Beispiel den da, ja, den können wir jetzt nicht hier hinmachen, haben wir gerade gesehen, hä? Weil wir sonst die 21 nicht mehr wegkriegen. Aber man könnte zum Beispiel den hier hinsetzen und mit dem da den. Und dann könnten wir den da wieder, den haben wir gestern schon gemacht. Dann können wir den hier hinsetzen und zum Beispiel den da. Das bringt uns aber wahrscheinlich nicht viel. Wenn wir den hier so hinsetzen, bringt es wahrscheinlich auch nicht viel. Dann hätten wir hier die 19 weg. Den da. Und wenn wir den hier hinsetzen, dann bringt es relativ wenig, weil er keinen Platz hat. So hätte er zwar Platz, aber wir können. Ja, okay. Also dieses Mal geht es nicht so schnell wie das letzte Mal. Hä? Das können wir so schon mal sagen. Dann können wir halt den zum Beispiel hier hin machen, damit wir hier den da hier hinsetzen könnten. Dann haben wir hier die 21 weg. Dann, keine Ahnung habe ich viel. Der da geht hier oben nicht, aber der da würde theoretisch gehen, aber das wollen wir nicht unbedingt. Wir können den hier hinsetzen. Dann bringt uns das aber relativ wenig, weil wir dann nicht weiterkommen. Dann können wir den da hier hin machen und den. Und das geht auch ziemlich schlecht. Wenn wir den hier hin machen, hatten wir das nicht gerade. Dann müssen wir den hier hinsetzen. Dann hätten wir hier zum Beispiel den da. Das bringt aber nichts. Ah, das sieht schlecht aus. Wir können den da runter machen. Und zum Beispiel den da hin. Dann den da nach hinten. Den können wir immer noch so lassen. Dann hätten wir den da weg. Dann haben wir da. Ja, shit, jetzt könnte man da den Winkel reinhauen. Wenn wir aber da den Winkel nicht reinhauen können, dann geht es nicht auf. Dann nehmen wir den dann mal da rüber. Und hier könnte man zum Beispiel den da setzen. Und ja, das geht aber nicht, hä? Wenn wir den hier hinsetzen, dann haben wir da ein kleines Problem. Wenn wir den da hin machen, dann bräuchten wir hier den kleineren, den wir aber nicht haben. Und wenn wir den hier hinsetzen, dann geht es eh nicht. Oh, blöd am Rau. Wenn wir den hier hin machen, den machen wir hier unten mal. Dann setzen wir den da. Ich habe gerade ein bisschen Rücken, deswegen habe ich jetzt hier die andere Hand genommen. Dann, keine Ahnung, das können wir nicht, hä? Wegen der 21. Die 21 können wir aber so frei machen, wie wir dann unbedingt wollen. Und
Den längeren könnten wir zum Beispiel hier hinlegen, gell? Dann haben wir den Sonntag schon mal. Dann können wir hier den da platzieren und den hier rein. Und jetzt? Bum, budum, bum. Ja, damit er immerhin da in der Ecke ist, da können wir den da setzen. Jetzt könnte man den da wieder hier hin machen. Oder wir können den da und den da setzen. Sonntag, 21. Januar, nicht ganz gerade. Jetzt ist er etwa gerade. Im Gegensatz zu gestern hat es jetzt richtig lange gedauert. He? Shit. So, dann machen wir jetzt noch das heutige Hintergrundbild. Gestern haben wir ja dieses da gemacht, was ja der gleiche Prompt war, den wir seit ein paar Tagen haben. Und einfach den Künstler habe ich geändert. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert, die aber nicht wirklich gut geworden sind mit anderen Künstlern. Und deswegen, also es sieht halt einfach nicht unbedingt den Künstlern ähnlich. Was ich ein bisschen schade gefunden habe. Wir werden jetzt den Künstler einfach mal ersetzen hier. Und zwar durch Albrecht Dürer. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das wirklich so wird, wie wir es vorstellen. Und wir gehen auf die V6. Ah, sollen wir? Ne, komm, wir bleiben mal bei der 5.2 schauen, was er damit macht. Vielleicht hätte ich es ausprobieren sollen. Ah ne, sieht, glaube ich, okay aus. Hä? Ein bisschen viele Kratzen. Aber so auf die Schnelle sieht es wirklich so aus, ob es gezeichnet wäre. Okay, ja. Dann machen wir Bilder gleich groß. Ja, sehr viele Kratzen. Sehr, sehr viele komische Kratzen. Aber es sieht besser aus als das, was ich mit der V6 probiert habe. Die Kratzen sehen richtig strange aus. Hä? I don't know. Aber die Hände zum Beispiel von diesen Hexen sind recht gut. Der Fuß, den man da oben links sieht, der hat, glaube ich, zu viele Zehen. Aber es ist okay. Aber die Kratzen sehen schon recht strange aus. I don't know. Aber es kann ja sein, dass in dieser Zeit, als der Herr Dürer gelebt hat, die Kratzen so ausgesehen haben. Ich weiß nicht genau, welches Bild ich jetzt nehmen soll. Alle haben irgendwie ein bisschen, naja, gewisse Dinge, die mir nicht so gefallen. Also oben oder unten links gefällt mir nicht, dass da einer Katze vom Bild her der Kopf abgeschnitten worden ist. Und das, was da rumliegt, das sieht eher aus wie eine Ratte als eine Katze. Aber das Bild selber ist okay. Oben links sind halt schon komische Katzen. Und ich weiß nicht, was die gute Frau dazu bereitet. Oben rechts, ja, sieht gut aus, die Katzen halt wieder. Und unten rechts dasselbe. Also eben, die Frau sieht okay aus. Ein bisschen gelangweilt bei beiden irgendwie. Aber von den Klamotten her und so sieht es recht gut aus. Vom Setting, sage ich jetzt mal so. Aber unten rechts sind die Kratzen schon auch wieder recht strange. Ah, die Kratzen. Ich denke, wir nehmen unten rechts. Mir gefällt sie da am besten. Irgendwie, wie sie da so hin oder so sitzt und die Kratzen. Oh, es sieht strange aus. Sorry. Es sieht sowas. Ah, oh, lecker. Und da gibt es ja auch Kratzen, die direkt im Feuer sitzen. Nein, wir nehmen oben rechts. Wir nehmen oben rechts, da ist es ein bisschen dunkler, da sieht man die Kratzen ein bisschen weniger. Und sie sieht ja trotzdem so aus, als ob sie damals hätte gelebt haben können. Und dann nehmen wir oben rechts. Das ist am wenigsten strange. Ja, oben rechts ist gut. Meine Frage ist jetzt... Ja, das habe ich jetzt einfach nicht gesehen, da rechts. Meine Frage ist jetzt, welches Bild hättet ihr genommen und warum? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr weiterhin solche Videos sehen wollt, dann folgt meinem Kanal, liked das Video und klickt die Glocke. Schreibt mir auch in die Kommentare, ob euch das so gefällt, wie ich es jetzt versuche zu machen oder ob ich es wieder ändern soll. Und dann möchte ich mich bedanken, dass ihr das Video geschaut habt und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video. Ciao zusammen.